automatisch. Okay, jetzt sind wir also parallel live auf Instagram und auf Facebook. Ich freue mich mega, dass ihr alle mit dabei seid und dass auch schon Herzen entgegengeflogen kommen. Also ihr könnt mir jetzt eure Fragen stellen und das Thema Stärken und Schwächen. Stärken hat jeder, Schwächen hat auch jeder. Seid euch bitte dessen bewusst, welche Stärken und Schwächen ihr habt. Nur dann könnt ihr euch im Network auch weiterentwickeln. Wichtig ist, in dem Moment, wenn ihr euch weiterentwickelt, dass ihr natürlich euch selber reflektiert. Was ist den Tag über passiert und wo kann ich meine Stärken weiter stärken, um am nächsten Tag noch besser zu sein? Beziehungsweise, wo kann ich meine Schwächen ein bisschen ausbügeln und mir vielleicht das ein oder andere an Wissen aneignen, damit ich auch mich in dem Bereich verbessern kann. Also, gebt mir mal auf Facebook, ihr Lieben, wenn ihr auf Facebook gerade live dabei seid, einen Daumen hoch und schreibt mal drunter, was ihr momentan für Fragen habt. Als allererstes möchte ich aber gerne wissen, wo kommt ihr denn her? Schreibt mir doch mal unter Kommentare, wo ihr herkommt. Dann fangen wir so ganz locker und flockig an. Auf Facebook sind die ersten jetzt auch live dazugeschaltet und auf Instagram sehe ich euch auch. Das ist super. Vielen Dank. Also, wo kommt ihr her? Von wo aus seid ihr jetzt gerade zugeschaltet? Schreibt das mal einmal kurz drunter. Okay. Ja. Fangen wir gleich schon mal mit dem ersten Thema an. Also es ist spiegelverkehrt, ja, verzeiht mir. Ich weiß nicht, wie man das auf Instagram umstellt. Wenn du das weißt, Stefan, dann sag doch mal einmal, gib mal einen Tipp, wie man das auf Instagram umstellt, dass es nicht mehr spiegelverkehrt ist. Mich hat das auch genervt. Wahrscheinlich muss man nur die Kamera umdrehen, oder? Aber dann sehe ich ja eure Kommentare nicht mehr. Das funktioniert dann nicht. Okay, wenn ihr einen Tipp habt, dass es nicht mehr spiegelverkehrt ist, dann gebt mir gerne jetzt eine kurze Info in den Chat. Dann werden wir das ändern. Auf Facebook ist es gut zu lesen. Ich denke mir mal, da ist alles in Ordnung, oder? Gebt mir mal ein Feedback auf Facebook, mal einen Daumen hoch, beziehungsweise eine kurze Reaktion. Okay, sehr gut. So, starten wir direkt ins Thema. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, damit ihr euch auch ein Bild machen könnt, was denn unbedingt wichtig ist. Also, wenn ihr selber eure Stärken und Schwächen analysiert und euch selber reflektiert, ist es unwahrscheinlich wichtig, dass ihr euch erstmal eine Liste erstellt. Eine Liste, die einfach in der Aufstellung Stärken und Schwächen. So, und diese Stärken und Schwächen sind natürlich die Grundlage für euch selber, um euch weiterzuentwickeln. Stellt ihr fest, dass ihr in gewissen Bereichen Stärken habt, dann ist es immer wichtig, sich diese Stärken weiter noch mehr zu stärken, um noch besser zu sein im Job. So, und auf der anderen Seite, wenn ihr Schwächen habt und jeder hat Schwächen, und bitte, bitte, seid ganz ehrlich zu euch selber, schreibt euch eure Schwächen auch auf. Und wenn ihr diese Schwächen für euch selber nicht genauso reflektieren könnt wie die Stärken, kann ich gut nachvollziehen, weil es ist nicht so einfach, sich auf die Schwächen zu konzentrieren und sich selber zu reflektieren, was für Schwächen man denn hat. Weil man redet auch nicht gerne über Schwächen, auch im weiteren Umfeld wird gerne mal verschwiegen, was man für Schwächen hat, außer man hat Freunde, Bekannte, mit denen man sich richtig gut versteht oder Arbeitskollegen bzw. Teamkollegen im Network. Und wenn ihr selber ehrlich seid zu euch und andere um Feedback bittet, dann habt ihr natürlich die beste Möglichkeit für euch, ob denn die Schwächen, die ihr vielleicht noch nicht erkannt habt, bei anderen schon aufgefallen sind. Das heißt, frag doch mal deine beste Freundin, frag mal den Kollegen, frag mal die Person, die euch gut kennt, vielleicht auch außerhalb innerhalb der Familie, nicht außerhalb, außerhalb wären ja die Freunde, Bekannte. Also fragt mal eure Familienmitglieder, welche Schwächen habe ich? Und dann, wenn ihr diese Liste fertig habt, schreibt auf. Das kann über mehrere Tage dauern, über mehrere Monate sogar dauern. Mir fallen zwischendurch immer wieder Schwächen ein, beziehungsweise es begegnet mir, weil ich eine Sache neu gemacht habe. Das heißt, wenn ich aus meiner Komfortzone rausgehe, stelle ich das ein oder andere fest, wo ich Schwächen habe. Vielleicht auch Schwächen im Bereich Technik. Jetzt hier mit dem ersten Live. Es ist spiegelverkehrt auf Instagram. Ja. Nächste Mal werde ich schauen, dass ich das Spiegelverkehrte für euch korrigiere.
Dann auf Facebook musste ich das Ganze nochmal extra anstoßen. Ich kannte das nur, wenn man mit einem Livestream-Service reingeht, über Zoom zum Beispiel, dass das Video automatisch startet, die Übertragung. Ist in dem Fall nicht, wenn man das vorgeplant hat und mit dem sogenannten Producer live geht, das heißt mit dem Live-Dashboard von Facebook, dann ist es nicht automatisch live. Das heißt, man muss extra nochmal auf den Button klicken. Und zum Glück habe ich ja mein iPad hier vor mir liegen und konnte sehen, das Video startet in Kürze, also war ich noch nicht live. Jetzt kommen die ersten Kommentare. Vielen Dank, also liebe Susanne, liebe Sonja, liebe Juicy, wunderbar, dass ihr da seid. Die mentale Unterstützung. Hier auf der anderen Seite sehe ich die Michaela und den Felix. Ich habe auch schon Kerstin gesehen. Also ich finde es mega, dass ihr heute mit dabei seid und ihr habt heute die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Fragen zu dem Thema Stärken und Schwächen und wie nutze ich meine Stärken und Schwächen, um in meinem Business, in meinem Network auch besser zu werden. Also ihr könnt jetzt eure Fragen stellen und ich werde im Laufe des Abends, so lange wird es nicht dauern, also ich habe maximal eine halbe, dreiviertel Stunde geplant, live zu sein, vielleicht auch ein paar Minuten länger, wenn es gerade für euch interessant ist. Das Video bleibt übrigens gespeichert. Ich traue mich das, auch wenn das erste Mal ein bisschen holpriger war von Anfang an, aber wir müssen ja nicht perfekt sein. Das war übrigens das erste Learning, was ich hatte, als ich immer mehr ins Unternehmertum eingestiegen bin. Auch als ich Networker war, das war vor 19 Jahren das erste Mal im Network Marketing unterwegs. Ich habe für einen Direktvertrieb gearbeitet und in dem Direktvertrieb war es natürlich auch wichtig, außerhalb seiner Komfortzone zu gehen und dann für sich Dinge ja festzustellen, wo habe ich denn meine Stärken und Schwächen? Und das habe ich im Laufe der Zeit gelernt. Ich muss nicht perfekt sein. Ja, perfekt. Was ist schon perfekt? Wer sagt mir, was perfekt ist? Ist es nicht perfekt genug, dass ich ein offenes Herz habe, dass ich meine Vision habe, dass ich weiß, dass ich Menschen helfen möchte? Ist das nicht perfekt genug? Und das sind einfach die Momente, wo ich sage, wenn ihr überlegt, aus eurer Komfortzone rauszugehen, macht es. Macht es einfach, setzt es einfach um, weil es ist doch viel, viel wichtiger, den Menschen was mitzugeben und was zu bieten. Auch wenn mal die Haare nicht liegen oder die Wortwahl nicht passt oder man Holperer drin ist, es ist, meine Erfahrung ist, dass es dann erst authentisch rüberkommt, wenn man den einen oder anderen Holperer hat. Oder? Wie seht ihr das Ganze? Also schreibt mir mal einen Kommentar. Ich finde das wunderbar, dass ihr so aktiv dabei seid. Schön, dich zu hören. Vielen Dank, ihr Dagi. Super, auch danke dir. Elisabeth ist auch da. Hallöchen, Elisabeth. Perfektion stoppt die Kreativität. Genau das ist der Punkt. Also, seid ehrlich zu euch selber. Seid ehrlich und sagt euch selber, was habe ich für Stärken, was habe ich für Schwächen. Schreibt das auf in eine Liste. Und dann, wenn ihr für euch selber erkannt habt, welche Stärken und Schwächen ihr habt, könnt ihr an den Stärken als auch an den Schwächen arbeiten. Ich weiß, es wird immer gesagt, die Stärken stärken, die Schwächen im Sog hinterherziehen. Ja, ist richtig, bin ich auch ein Fan von. Aber es sollte doch für jeden selber die Möglichkeit bestehen, die eigenen Schwächen auszumerzen. Das heißt, was mache ich, wenn ich meine eigenen Schwächen ausmerzen möchte? Ich kaufe mir Bücher, ich höre unwahrscheinlich gerne Hörbücher. Morgen bin ich zum Beispiel wieder auf dem Weg nach Bad Soden zu einem Seminar. Da weiß ich, ich sitze 3,5 Stunden im Auto. Was mache ich die ganze Zeit? Natürlich Musik hören, auch laut mitsingen, gute Stimmung haben, die Zeit vertreiben, aber ich höre auch gerne Hörbücher. Und das ist so meine Empfehlung an euch. Hört Hörbücher immer dann, wenn ihr Zeit oder Lücken habt in eurem Tagesablauf. Vielleicht startet ihr auch mit einer Morgenroutine, mit einem tollen Buch. Wenn ihr jeden Tag nur eine Seite lest, dann habt ihr es womöglich. Ja, oder eine halbe Stunde lesen, wenn ihr das übt. Es gibt so ein Buch, das heißt Speed Reading. Und dann jeden Tag eine halbe Stunde lesen, dann habt ihr in einem Monat das Buch auch durch. Und ich habe heute zum Beispiel ein Hörbuch gehört von Brian Tracy. Und Brian Tracy ist ja einer meiner Lieblingsautoren, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Der hat so viele Bücher rausgebracht. Das sind, glaube ich, über 130 Bücher, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es gibt auch Bücher, die auf dem Markt sind von ihm.
Und dann gibt es aber auch Bücher, die sind gar nicht so bekannt. Also hat er weit mehr als 130 Bücher, bin ich fest von überzeugt. Und da ist einfach ganz, ganz wichtig für sich selber zu schauen, okay, was habe ich denn für Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln? Und die Weiterentwicklung ist ja mit das Wichtigste überhaupt, um sich einerseits in der Persönlichkeitsentwicklung weiterzubringen und auf der anderen Seite natürlich auch in dem Bereich, dass ihr für euch selber seht, okay, ich bin Spezialist, ich bin Experte in meinem Fach. Mir kann so schnell keiner was vormachen, oder? Ist doch so, oder? Gib mir mal kurz ein Herzchen auf Instagram, wenn ihr da der gleichen Meinung seid. Okay, also schaut euch an, wie ihr euch weiterentwickeln könnt und eure Stärken weiter stärken könnt. Nachdem ihr die Liste habt, dann könnt ihr auch schauen, das ist so ein Tipp für euch. Soziale Kompetenz als Beispiel. Kompetenzen im Allgemeinen. Es gibt ja auf der einen Seite die sogenannten Soft Skills und dann gibt es die Hard Skills. Die Hard Skills, die kriegen wir in der Schule beigebracht. Das ist Allgemeinwissen, das ist in zu Themenbereichen, das ist auch Produktschulung, wenn ihr im Network unterwegs seid. Das sind alles Hard Skills, das kann ich mir aneignen, das kann ich lernen. Soft Skills, das sind die entscheidenden. Und wenn ihr gute Soft Skills habt, wie zum Beispiel im Bereich der Sozialkompetenz, dass ihr empathisch seid, dass ihr Menschen spürt, ob die Menschen denn überhaupt ja das, was ihr gerade mit ihnen kommuniziert, für sich verarbeiten können, wie es denen auch geht, wenn ihr die Menschen richtig abholen könnt, wenn ihr sie begeistern könnt, mit dem Herzen begeistern könnt und Gefühle entfachen könnt, wenn ihr Emotionen wahrnimmt und dann das Ganze noch aktiv zuhören ist zum Beispiel auch eine Kompetenz, die unwahrscheinlich wichtig im Network ist. Wenn ihr das alles könnt, hinterfragen und für euch selber auch die Möglichkeit habt, den Menschen zu beobachten, weil Sprechpausen sind Denkpausen. Immer dann, wenn ihr nicht redet, und das ist ja, ich muss die Erfahrung, ich spreche jetzt von mir als Frau, nicht immer so einfach, den Mund zu halten. Ja, jetzt muss ich ja mit euch reden, weil sonst passiert ja hier nichts. Aber wenn ihr in der Kommunikation seid, nicht mehr als 40 Worte an einem Stück, dann habt ihr die beste Grundlage, die beste Möglichkeit, auch zwischendurch Pausen einzuhalten, selbst auf die eigene Zunge beißen. Ja, bitte aufpassen, nicht, dass es wehtut, einfach nur symbolisch gemeint. Und dann könnt ihr von euch selber aus euch ein bisschen zurücknehmen und zuhören. Ja, nicht nur hinhören, sondern richtig zuhören. Und wenn ihr dann noch aktiv zuhört, das heißt, das Gesagte hinterfragt, habe ich dich richtig verstanden? Was möchtest du damit sagen? Oder wie meinst du das Ganze? Dann entsteht auch eine Kommunikation, die unwahrscheinlich wertvoll ist für dich und für deinen Gesprächspartner. Weil dann kannst du im Network richtig den Bedarf analysieren. Du kannst die Produkte, die du anbietest, genau auf den Punkt und nach Bedarf anbieten und nicht, weil du der Meinung bist, dass die Person das brauchen könnte. Oder? Also, schaut bitte genau hin. Aktives Zuhören ist ein super wichtiges Instrument. Und wenn ihr das beherrscht, nicht mehr als 40 Worte an einem Stück und dann das Ganze mit einer Pause begleiten und dann seid ihr gut in der Kommunikation mit der Person. Und dann wird das ein richtiger, nicht Monolog, sondern Dialog. Okay. Super, vielen Dank. Hallo Therese, schön dich zu sehen. Das ist ja klasse. Conny ist auch da, Carola ist da. Also ich bin mega begeistert hier auf Instagram, muss ich sagen. Da fliegen die Herzchen. Hey, super, 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 super. Also ich werde mir das gleich mit den Kommentaren nochmal anschauen. Und wenn einer einen Tipp hat, dass ich das Spiegelverkehrte wegkriege, schreibt es bitte unter Kommentare. Ich werde es nächste Mal mit Sicherheit nochmal angehen, dass es da korrigiert ist. Zur Not muss ich es halt umdrehen, aber dann sehe ich die ganzen Kommentare nicht. Ja, das ist einfach ein kleines Problem. Ich habe es jetzt schon mit der Kamera gut einigermaßen gut hinbekommen, dass sich alle angesprochen fühlen. Ich gucke immer ein bisschen hin und her. Also es macht mega viel Spaß. Meine Nervosität geht langsam zurück. Es war das erste Mal, dass ich auf Instagram und Facebook parallel live gehe. Also, ich bin begeistert. Danke, ihr Lieben. Also, schreibt mir gerne eure Fragen in den Chat, was ihr denn gerne wissen möchtet zum Thema
Stärken und Schwächen und wie ihr die Stärken und Schwächen analysieren könnt. Okay, hier kommt gerade ein Kommentar. Liebevoll die Schwächen belächeln und stolz die Stärken betrachten und dabei auf das Herz hören, ist ein wunderbarer Weg in die richtige Richtung. Christina, vielen, vielen herzlichen Dank. Also Christina alias Kräuter Mathilda. Also schaut euch das Profil von Christina an. Sie ist eine sehr herzensgute Frau, die unwahrscheinlich gerne Menschen hilft. In ihrem Hauptjob, auch in ihrer Leidenschaft für den Nebenjob. Also schaut euch an, auch Christina ist im Network unterwegs. Ich mache jetzt ein bisschen Schleichwerbung für dich, Christina. Ich denke mal, das ist okay. Okay, gut. Dann schauen wir mal weiter, was hier noch für Fragen kommen. Ich sehe alles richtig gut. Ja, im Facebook ist das alles super zu sehen. Das ist richtig. Ansonsten auf Instagram ist es noch ein bisschen spiegelverkehrt, aber das kriegen wir, wie gesagt, auch nächste Mal hin. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht für heute, und zwar: Meine Stärken schöpfe ich aus meinen Schwächen. Meine Stärken schöpfe ich aus meinen Schwächen. Leute, und das ist genau das, was ich euch gerade erklärt habe. Macht euch eine Liste, schreibt euch auf, was ihr für Stärken und für Schwächen habt. Und wenn ihr feststellt, dass ihr Schwächen habt im Bereich eurer Kompetenzen, googelt mal, was so soziale Kompetenzen sind, was so typische Soft Skills im Network sind. Also schreibt in Google Soft Skills Network und dann werdet ihr sehen, was da wichtig ist. Und dann werdet ihr auch Ideen bekommen, in welchem Bereich ihr euch noch weiterentwickeln könnt. Also es ist eine tolle Geschichte. Macht es wirklich und schaut, ob ihr euch in vielen Bereichen, mit Sicherheit werdet ihr das eine oder andere finden, weiterentwickeln könnt mit Büchern, mit Hörbüchern, mit YouTube-Videos. Also ich gucke unwahrscheinlich gerne YouTube-Videos und ich habe überlegt, auch schon auf YouTube parallel live zu gehen. Also nächstes Mal sind wir auf drei Plattformen. Mal schauen. Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass ihr an eurer Kompetenz arbeitet. Denn wenn ihr nicht an eurer Kompetenz arbeitet, bleibt ihr stehen. Und entwickelt euch natürlich nicht weiter. Und dann werdet ihr niemals die Ziele erreichen, die ihr euch steckt. Weil es ist so ein Grundsatz, geh los und du wirst beim Laufen erkennen, was du brauchst. Ich weiß, diejenigen, die jetzt sehr strukturiert sind, die hochgradig, wenn wir das von der Persönlichkeitsanalyse sehen, blau sind. Die brauchen so ihr sogenanntes Schubladendenken. Das ist nicht böse gemeint. Sie müssen sich erstmal sortieren. Und ich habe im Direktvertrieb sehr, sehr oft gehört, ich habe ja viele Berater, Bezirksleiter eingearbeitet, war als Trainer und als Verkaufsleiter unterwegs, habe also jede Position im Direktvertrieb hinter mir, die man sich so vorstellen kann. Und habe immer wieder gehört, auch von neuen Beratern, die gestartet sind, ich muss doch erst Produktschulung haben. Ich kann doch noch nicht anfangen, wenn ich keine Produktschulung hatte. Und Leute, du kannst anfangen. Jeder kann anfangen. Mit eurer Begeisterung. Ihr habt doch mindestens ein Produkt getestet. Also, bringt eure Begeisterung und eure Überzeugung zu diesem Produkt weiter und dann könnt ihr dann andere Menschen damit entzünden. Ihr könnt andere Menschen damit begeistern. Das ist doch eine super tolle Geschichte, oder? Also, loslegen. Loslaufen und dann schauen, was für Stärken und Schwächen habe ich und dann diese Stärken und Schwächen für euch analysieren. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, sich in dem Bereich das theoretische Wissen aneignen. Das sind die Hörbücher, die Bücher, dann die YouTube-Videos und, und. Und dann macht ihr euch am besten einen extra Ordner, entweder handschriftlich oder ich arbeite da unwahrscheinlich gerne mit dem iPad und habe im iPad für mich selber einen Ordner über, das läuft über Microsoft, das ist OneNote, ja, und habe da alles reingeschrieben, mit Ordnern angelegt, was ich so für Ideen habe, an welchen Projekten ich gerade arbeite. Es steht meine große Vision auch drin. Es gibt ja welche, die haben ihr Dreamboard gebastelt. Ich bin jetzt nicht so ein Bastelfreak, sondern ich mache das alles digital, habe es immer gerne auch bei mir. Und dann kann ich in dem Bereich für mich selber schauen, okay, wo sind jetzt noch Lücken, wo muss ich mich noch weiterentwickeln und dann kann ich das Ganze angehen. Glaubt ihr, dass ich mir vor einem Jahr gedacht habe, dass ich jetzt hier so mit euch live gehe? Diejenigen, die mich kennen, ich gehe gerne aus meiner Komfortzone raus.
Konfuzius hat ja schon gesagt, lass es mich tun und ich werde es verstehen und genauso handhabe ich das auch. Ich bin eine Zeit lang jeden Mittwoch live gegangen. Ihr könnt euch daran erinnern. Da hatte ich immer Interviewpartner. Das war schon eine Herausforderung mit dem Licht, dann war eine Herausforderung mit dem virtuellen Hintergrund. Jetzt habe ich mir so ein digitales Flipchart geholt, da fühle ich mich wohl und dann ist alles wunderbar. Also findet euren Weg, dass ihr euch auf dem Weg, den ihr geht, auch wohlfühlt. Und ich weiß, jetzt auf Instagram ist zum Beispiel die Michaela dabei. Michaela ist digitaler Nomade. Digitaler Nomade ist eine coole Geschichte, weil die Michaela, die hat es einfach für sich geschafft, ihr Business nach Spanien zu verlegen, über die Wintermonate. Ja, was gibt es denn Cooleres, als in Spanien unterwegs zu sein und dann an dem Business zu arbeiten, im Zoom live zu sein, zu telefonieren, digital zu sein und vom Strand aus zu arbeiten. Wusstet ihr, dass es in Bali einen Strand gibt, wo nur digitale Nomaden sind? Ja, da sitzt einer neben dem anderen mit dem Laptop auf dem Schoß, schön mit den Füßen im Sand, Cocktail neben sich, so stelle ich mir das gerade vor. Coole Geschichte. Also, digitaler Nomade zu sein, ist natürlich im Network eine super tolle Geschichte und das könnt ihr wunderbar machen. Also, was gibt es für Fragen? Leute, schreibt mal eure Fragen, was ihr wissen möchtet, wie ihr euch organisiert, um besser in eurem Business zu werden. Wo kommt ihr erstmal her? Schreibt mal den Ort drunter, wo ihr herkommt. Von wo aus schreibt ihr gerade mit mir, lasst Herzchen fliegen und seid mit mir gerade live. Also, wo seid ihr gerade? In welcher Stadt, in welchem Ort, in welchem Land? Schreibt das mal bitte drunter. So, digitale Nomade steht hier gerade, da gehöre ich hin. Ja. Michaela schreibt auch, mega genial. Bali ist wahrscheinlich der nächste Ort. Also, Costa Blanca ist das, glaube ich, ne? Michaela, gerade aus Spanien. Sehr gut. Was sagt Facebook? Seid ihr noch da? Ja, ihr seid noch da. Ich sehe, dass ihr live seid. Wo kommt ihr her? Aus Fellbad? Ja, Dagi kommt aus Fellbad. Super. Aus Selm? Okay. NRW auch. Aus Korb? Ja, es ist natürlich weiter im Süden. Sehr schön da. Wunderbar. Das kenne ich auch. Korb, war ich schon öfter im Außendienst unterwegs, ist richtig toll. So aus Mainz, aus Berlin, aus Übach-Palenberg, das ist natürlich cool. Super, 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 super. Okay, machen wir weiter. Stärken und Schwächen. Oh, aus Graz. Guck mal einer an. Wir haben also Spanien, Österreich, Deutschland bei uns. Gibt es auch jemanden aus der Schweiz? Das wäre natürlich auch schön zu sehen. Ich liebe ja die Schweiz, ne? Österreich finde ich auch toll. Die Schweiz ist einfach genial. Ich war 4 Jahre in Österreich und Schweiz unterwegs im Außendienst und da habe ich so viel Tolles erlebt. Also die Menschen sind da so hilfsbereit, dankbar vor allen Dingen und habe mich da unwahrscheinlich gut gefühlt. Hey, Recklinghausen, direkt bei mir um die Ecke. Ich komme ja aus Olfen, aus dem schönen Münsterland. Bis Recklinghausen habe ich gerade mal so 20 Minuten. Super, Sabine, schön, dass du dabei bist. Sehr schön. Okay, wer kommt hier noch? Fliegt zwischendurch raus. Okay, ja, das liegt an der Internetverbindung. Aus Warburg. Ja, Christina. Super. Klasse. Grüß mir den Diemelsee. Okay. Wie könnt ihr euer Wissen in die Praxis umsetzen? Welche Ideen habt ihr? Also, nochmal Liste erstellen, Stärken und Schwächen. Theoretisches Wissen aneignen über Hörbücher, Bücher, YouTube-Videos, googeln. Also, wenn ich etwas nicht weiß, dann bin ich sofort und google, ja, oder hier tippen, tippen, tippen. und dann schauen, dass ihr das in die Tat umsetzt. Und da ist es wichtig, dass ihr euch einen Plan macht. Ein Plan, wie ihr am besten vorgeht. Wie macht ihr das? Schreibt doch mal einmal in den Chat, wie ihr am besten vorgeht und euer Wissen bzw. eure Erkenntnis, welche Schwächen ihr habt, was ihr gerne noch erarbeiten möchtet, was ihr lernen möchtet, wie ihr an die Sache rangeht. Wer ist zum Beispiel einmal mit Daumen hoch gerne bei einem Training dabei? Wer geht regelmäßig zu Trainings? Also Daumen hoch für Training, ein Herzchen kommentieren bitte für Bücher, ja, ein Herz für Bücher und ein küssendes Smiley, das ist ja einfach, das hat ja jeder in seiner Wiederholungsliste in den Emojis, ein küssendes Smiley für Hörbücher. Ja, ich bin ja so ein Hörbuchfan. Also Daumen hoch, kommt hier schon eingeflogen,
Trainings, sehr, sehr gut. Also Birgit ist immer drauf und dran, sich auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, Birgit, wir sehen uns auch in Bad Soden. Ja, das kann durchaus sein. Ich freue mich schon drauf. Da kommt ein Herzchen eingeflogen, ganz viele Herzchen für Bücher, super. Und der Kussmund, ist der Kussmund auch schon da gewesen für Hörbücher? Da bin ich immer gespannt, wer von euch auch noch Hörbuchfan ist. Ah ja, da. Elisabeth ist auch noch Hörbuchfan. Sie macht also alles, Bücher und Hörbücher. Sehr gut. Ist schön, das macht unwahrscheinlich viel Spaß mit euch. Ich muss ja sagen, das ist mega, wie das alles hier funktioniert. Also, Kerstin liebt alles in Kombination. Das ist natürlich auch ein super tolles, weil ihr dann euer Gehirn immer wieder ja, anregt, neu und kreativ zu sein. Wisst ihr, was richtig genial ist? Hörbuch hören und dabei mitschreiben, sich Notizen machen. Wenn ihr euch Notizen macht, bitte nicht am PC, sondern entweder digital auf eurem iPad oder Tablet mit dem Stift, beziehungsweise ihr könnt auch das handschriftlich machen, weil nämlich immer dann, wenn ihr mitschreibt, ist euer Gehirn aufgefordert, noch kreativer zu sein. Ja, das ist also bewiesen, dass wenn man mit der Hand mitschreibt, viel kreativer ist. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Schaut euch das an und kombiniert auch mal die Möglichkeit mit Büchern, mit Hörbüchern, ein bisschen Abwechslung reinbringen, auch YouTube-Videos zwischendurch schauen, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also aufschreiben, aber mit der Hand. Ich mache das ja digital, das ist das Gleiche. Es ist also die Bewegung, die ja mit eurem Gehirn, also ich müsste nochmal einen Gehirnforscher fragen, was da genau beinhaltet ist, warum das so ist, aber die kreative Seite wird dadurch angekurbelt. Das ist also ein wichtiges Learning, wenn ihr euch Notizen macht bei einem Hörbuch. Okay, ich habe es unwahrscheinlich gern gemacht. Ich habe so übrigens auch meine Trainings vorbereitet. Ich habe mir aus Büchern, aus Hörbüchern zu dem Thema, was ich dann angegeben habe, worüber ich ein Training hatte, mir ganz viel Literatur, ganz viele Informationen gesammelt, habe mich inspirieren lassen aus den verschiedenen Quellen und habe dann mein eigenes Training kreiert. Und ich liebe es ja, Trainings zu kreieren. Ihr wisst, viele von euch haben das schon mal begleitet, waren schon mal in meinem Gruppencoaching mittwochs um 16 Uhr. Jetzt haben wir ja das heute verlegt. Wir waren heute schon, nee, 17 Uhr, Entschuldigung, wir waren mal auf 16 Uhr, wir sind auf 17 Uhr gelandet. Mittwochs 17 Uhr könnt ihr euch schon mal notieren. Gratis-Tickets findet ihr in meiner Chronik, um da mal reinzuschnuppern. Und heute waren wir um 16:30 Uhr und wir hatten ein sehr, sehr interessantes Thema, nämlich das Thema, sich selber ja, so zu hinterfragen, dass wir genau wissen, warum ein Vertriebspartner oder eine Beraterin so reagiert, wie sie reagiert. Warum sind die Berater manchmal ein bisschen schwerfällig und wollen nicht so richtig in Aktion treten? Als Beispiel, ja, warum stehen sie, man muss sich das vorstellen, wie vor einem großen Berg. Sie stehen da, sie sagen, ich möchte da oben hin, aber setzen sich nicht in Bewegung. Und ich für mich persönlich habe immer seit über 19 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema, hinterfragt, warum Menschen so sind, wie sie sind. Denn es gibt einen Grund. Der Grund können Ängste sein. Der Grund kann sein, dass der Berg viel zu groß ist, weil man viel zu viele Defizite hat und nicht weiß, wie man sich am besten organisiert. Der Berg kann aber auch da sein, und man hat so das Gefühl, der Sponsor müsste einen so ein bisschen hochtragen oder hochschieben, den Berg hinauf. Und das haben wir für uns analysiert und es war mega genial. Also danke Mädels, die dabei waren, die wissen, ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass das so wunderbar und gut geklappt hat heute. Es hat richtig Spaß gemacht. Okay, also kommen wir zurück zum Thema. In der Praxis das Ganze umzusetzen, ist für euch der Garant dafür, dass es auch ins Langzeitgedächtnis übergeht, beziehungsweise in die Routine übergeht. Was heißt es, wenn ihr das Ganze in die Routine umsetzt? Es ist wie tagtäglich, es ist eure Komfortzone. Ja, wenn ihr was Neues macht, dann geht ihr aus eurer Komfortzone raus. Und wenn ihr selber das Ganze wiederholt, nämlich jeden Tag eine halbe Stunde lesen, dann geht das nach 30 Tagen so in die Routine über, dann braucht ihr gar nicht mehr drüber nachdenken. Dann ist morgens mit eurem Kaffee sofort das Buch aufgeschlagen. Das ist Routine. Beim Sport, glaube ich, ist es ein bisschen schwieriger, ja, bis man sich da erstmal dran gewöhnt hat. Aber auch das macht ein bisschen
süchtig, habe ich so das Gefühl, wenn man einmal wieder den Popo hochbekommen hat und zum Sport geht. Ich muss mir da wirklich ein Beispiel dran nehmen. Wahrscheinlich macht es mir für mich auch Sinn, wieder zum Sport zu gehen. Ich bin so ein bisschen Sportmuffel, ich mache ein bisschen zu Hause, ja, mit Theraband und dem Gleichen. Ich weiß nicht, wie ihr das organisiert, weil ich ziemlich viele Termine habe. Und der Luxus ist natürlich, von zu Hause aus zu arbeiten, im Zoom mit euch da zu sein, beziehungsweise jetzt im Live. Also, muss lesen und Marken, Audio im Auto. Wie heißt es so schön? Erst wenn du etwas einfach erklären kannst, hast du es verstanden. Und dazu gehört es, für alle Kanäle offen zu sein. Genau das ist der wichtige Punkt. Für alle Kanäle ein bisschen Abwechslung, das, was ich gerade schon gesagt habe. Sehr, sehr gut. Okay, also, fragt doch mal eure Berater, die nicht aktiv werden, warum sie nicht aktiv werden. Ihr habt doch mit denen über das Motiv gesprochen, warum sie gestartet sind. Ihr sprecht auch regelmäßig über das Motiv, warum sie dabei sind. Sie kommen womöglich immer zum Meeting, aber sie setzen das, was ihr mit denen trainiert, nicht in die Tat um. Das ist so. Es wird immer schwarz oder weiß geben. Es gibt Menschen, die das umsetzen, die sich damit identifizieren können. Es gibt Menschen, die es nicht umsetzen, weil sie einfach sagen, naja, es ist für mich jetzt gerade nicht so wichtig. Aber dann gibt es immer noch Menschen, und das müsst ihr für euch analysieren und hinterfragen, die gerne wollen, aber nicht so wissen, was die ersten Schritte sind. Und dann stellt mit denen einen Plan auf. Und ich gebe euch jetzt das Bild mit dem Berg, weil es ist ja so gut angekommen, habe ich gerade gesehen. Nochmal erweitere ich ein bisschen. Ihr habt einmal den Berg, ja? Oben ist auf dem Gipfel, da seid ihr, weil ihr habt es geschafft, ihr habt euer Team und ihr möchtet gerne, dass euer Team auf den Gipfel kommt. So, dann macht es keinen Sinn als Führungskraft, auf diesem Gipfel zu sein und dann immer wieder runter zu rennen und die Leute von unten anzuschieben. Ist viel zu aufwendig, viel zu energieverzehrend, das macht gar keinen Sinn. Also, was macht ihr? Ihr stellt euch oben auf den Gipfel. Und dann besprecht ihr mit eurem Team, was brauchst du, damit du den ersten Schritt gehen kannst? Was brauchst du, damit du den zweiten Schritt gehen kannst? Was brauchst du, damit du den dritten Schritt gehen kannst? Und was brauchst du, damit du den vierten oder fünften Schritt gehen kannst? Und dann kommt nämlich eine Sogwirkung. Ihr gebt Hilfestellung. Diejenigen, die einen Leitfaden brauchen, bekommen einen Leitfaden. Diejenigen, die das vorgemacht sehen wollen und dadurch lernen, bekommen es vorgemacht. Ihr begleitet die Party oder nimmt die Person mit und telefoniert gemeinsam, beziehungsweise bei der Produktauslieferung, wie man dann weiter bucht und so weiter. Das Ganze schaut ihr euch selber an. Was braucht die Person, damit sie den ersten, zweiten, dritten und vierten Step gehen kann? Ihr steht oben auf dem Gipfel vom Berg und holt die Menschen von unten ab, habt eine Sogwirkung. Und das ist die einzig wahre Möglichkeit, um selber das ganze Team zu entwickeln. Und dann gebe ich euch noch einen ganz wertvollen Tipp, einen sehr, sehr wichtigen Tipp, nämlich zu unterscheiden, wann muss ich eine Person motivieren, wann muss ich sie trainieren und wann muss ich sie vielleicht coachen. Und wenn ihr dann noch für diejenigen, die signalisieren, ich möchte noch weiterkommen, denen noch die Möglichkeit gebt, dass sie sich einbinden können, beziehungsweise beteiligen können in der Vorbereitung von Meetings, auch mal einen Part übernehmen können. Das heißt, wenn ihr helft, den Personen aus der Komfortzone rauszugehen, dann könnt ihr diese Person auch noch wunderbar weiterentwickeln. Okay, was haben wir hier für Beiträge? Danke für das Beispiel mit dem Berg. Hatte gerade eine, die auf dem Berg will. Okay. Beziehungsweise, ach, Erleuchtung. Ah, da kommt die Lampe, habe ich jetzt übersehen. Okay. Das ist übrigens heute im Gruppencoaching gestanden. Das mit dem Berg habe ich noch nie erzählt. Ja, wir haben dann angefangen, überlegt und dann habe ich den Berg gemalt und habe gesagt, wo wollt ihr hin? Wollt ihr auf die Spitze? Ja, ihr seid schon auf der Spitze, aber möchtet ihr, dass euer Team auch auf die Spitze kommt? Ja, natürlich. Okay, das Team soll oben in der Berghütte mit euch gemeinsam die Erfolge feiern. Es soll richtig, ja, ihr wollt die Sau rauslassen, wenn ihr es alle geschafft habt. Und das ist ja so wichtig, man soll ja Erfolge feiern.
So, und das ist ein unwahrscheinlich gutes Bild. Versucht es an euer Team weiter zu transportieren und dann schaut mal, was sie davon halten, auch in den Einzelgesprächen, wie sie denn gerne mit euch zusammenarbeiten möchten. Möchten sie einen Leitfaden bekommen und Tipps bekommen, welche Steps sie gehen müssen, damit sie zu euch auf die Bergspitze kommen? Oder möchten die, dass ihr euch verausgabt und immer wieder runterrennt und sie anschiebt? Formuliert das auch gerne so. Und ihr werdet feststellen, dass die wenigsten sagen, ich möchte, dass du mich regelmäßig anschiebst. Und dann kann man sagen, okay, und warum verhältst du dich so, als wenn ich dich anschieben müsste? Ist dein Motiv nicht mehr groß genug, um erfolgreich zu sein? Ja, dann müssen wir nochmal drüber nachdenken, ob das der richtige Job für dich ist. Ist jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen böse, wenn ich das so formuliere, aber das ist genau der wichtige Punkt. Nicht für jeden ist es geeignet, im Network erfolgreich zu sein. Ja? Okay, also, nächste Frage von euch. Ich bin schon ganz gespannt. Was möchtet ihr noch unbedingt wissen? Erkennen, wann das Pferd tot ist. Ja? Okay, loslassen ist auch eine Kunst. Oh ja. Christina, ich gebe dir recht. Wenn wir feststellen, dass das Pferd tot ist, brauchen wir es nicht mehr zum Ziel tragen, weil dann kann es ja den Erfolg mit euch nicht genießen. Muss man einfach mal so sehen. Ja, das ist also eine Metapher, das ist richtig, habe ich auch immer gerne erzählt. Also Leute anschieben, dass sie erfolgreich werden, macht überhaupt keinen Sinn. Sorgt dafür, dass ein Sog entsteht und dann könnt ihr die Menschen auch weiterentwickeln. Das ist eine richtig tolle Geschichte. Okay, Tipp von mir für die Praxis, wenn ihr das Ganze umsetzt. Macht euch eine Checkliste für den Tag. Was möchtet ihr an dem Tag gerne erledigen, beziehungsweise was ist wichtig und muss auch erledigt werden? Zum Beispiel die Steuern, ja? Macht keiner gerne, aber ich weiß, dass am 10. des Folgemonats mindestens, spätestens diejenigen, die alles auf den letzten Drücker machen, dann ihre Steuern abgeben, weil sie möchten ja keine Strafe zahlen, ne? Zu spät sein. Finanzamt braucht man gar nicht erst versuchen, da ständig zu spät zu sein. Ich glaube, das macht keinen Spaß. Okay, also, man nennt diese Personen übrigens auch weg von. Es gibt Menschen, die werden motiviert hinzu, denen hält man so ein bisschen, so übertragenen Sinne gesagt, die Karotte vor die Nase und die fangen an zu laufen und vielleicht auch an zu rennen. Und dann gibt es welche, die brauchen so diesen kleinen Tritt in den Allerwertesten, beziehungsweise die brauchen die Motivation aus der Angst heraus. Wenn du das nicht machst, dann wirst du das nicht erreichen. Als Beispiel. Ja? Es gibt also weg von Typen, die sind für sich selber nur zu motivieren, wenn man mit Pain arbeitet. Ne? Marketing, die sich im Marketing auskennen, die wissen Pleasure or Pain. So, Pleasure ist die Freude, das ist so die genannte Karotte. Dann sehen die, okay, ich kann jetzt ein Incentive, wenn ich das erfülle, wunderbar, dann erreiche ich mein Ziel, dann habe ich meinen Bonus, dann ist alles super. Das ist also die extrinsische Motivation, die da unwahrscheinlich gut wirkt, mit Freude zu arbeiten, weil dann wirst du ausgezeichnet und je nachdem, was die Person für ein Motiv hat, mit Lob oder Anerkennung, motiviert ja viele Menschen, muss man ja ehrlich mal sagen. So, dann habt ihr diese Möglichkeit, diese Hinzu-Typen gut zu motivieren. Ein Weg-von-Typ, der wird motiviert, wenn man sagt, naja, wenn du jetzt das nicht brauchst, dann nehme ich es dir wieder weg. Nein, 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 ich will ja doch. Ne? Ihr kennt das Ganze mit Sicherheit auch aus der Praxis. Nee, ich will ja doch die Unterlage für die WhatsApp-Party haben, weil ich möchte die WhatsApp-Party ja durchführen. Ja, und wo machst du es nicht? Ja, dann brauchst du es doch auch nicht. Dann können wir doch da einfach einen Riegel vormachen und dann brauchen wir uns darüber nicht mehr zu unter. Doch, ich will ja. Die ganze Zeit hat sie nicht geschafft, das in die Gänge zu bringen und dann will sie. Klar, dann kann ich mir dir überlegen, okay, wie stellst du dir das vor? Welche Tipps kann ich dir noch geben? Weil ich stehe auf dem Berg und erkläre dir, wie du zu mir auf den Berg kommst, nämlich Erfolg hast. Das sind so die Weg-von-Typen, die kann man da unwahrscheinlich gut motivieren. Okay, so, jetzt kommen hier noch Fragen. Das haben wir alles beantwortet. Sehr schön. Also, Checkliste für den Tag erstellen. Dann, der erste Schritt ist entscheidend. Wenn ihr jetzt zum Beispiel fünf Sachen auf der Liste stehen habt, die wichtig sind, das Wichtigste immer zuerst.
Kennt ihr das Buch Eat That Frog? Eat That Frog ist eine Buchempfehlung, die ich euch unwahrscheinlich gerne ans Herz gebe, weil Eat That Frog, da könnt ihr mit Zeitmanagement und Planung in den Tag besser starten. Wenn ihr euch selber plant, erledigt das Nervige oder Lästige, was ihr nicht so gerne macht, als allererstes. Ja, ABC sehe ich jetzt gerade, ABC-Liste. Okay, die meisten sind weg von, ja, okay, Elisabeth, das gebe ich dir absolut recht. Du bist ja auch ein Urgestein im Network Marketing, da hast du schon viele von erlebt. Ne? Ja, genau. Also, Eat That Frog in the Morning, sagt man auch so schön, das Nervigste als allererstes. Und wenn ihr zum Beispiel am 1. des Monats anfangt mit euren Steuern, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, und ihr nehmt euch vor, jeden Morgen 10 Minuten daran zu arbeiten. Ich kann euch versprechen, wenn ihr einmal in dem Thema drin seid und die Zeit dafür habt, also nicht sofort den nächsten Termin eingeplant habt, dann bleibt ihr auch freiwillig mit dem Thema länger beschäftigt. Weil das Wichtigste ist, seinen ersten Schritt zu gehen. Den ersten Schritt, um etwas zu erledigen. Und das ist auch mit jedem anderen Thema so. Wenn ihr der Meinung seid, ihr habt Stärken, ihr habt Schwächen und ihr möchtet in dem Bereich euch verbessern, dann geht diesen ersten Schritt. Den ersten Schritt, um euch selber wieder ja, zu verbessern und die sozialen Kompetenzen oder die allgemeinen Soft Skills aufzubessern. Also der erste Schritt ist entscheidend und dann natürlich jeden Tag erneut Schwung holen. Wie geht das? Schwung holen. Die einen starten ihren Tag mit einer Morgenroutine, mit einem Vitamincocktail. Die anderen starten ihren Tag mit Musik. Ich starte meinen Tag mit drei Dingen. Vitamincocktail, Weiterbildung und Musik. Jetzt fragen sich manche, warum Weiterbildung, jetzt ein Buch lesen als Beispiel, ich nutze auch verschiedene Medien und Musik gleichzeitig. Das ist doch Ablenkung. Man hat doch früher den Kindern immer gesagt, Kind, mach die Musik aus, konzentriere dich auf die Schulaufgaben. Das ist heute erwiesen, dass es verkehrt ist. Weil wir Menschen haben nämlich zwei Gehirnhälften. Ja, seid ihr ja, das wisst ihr. Ja, wir haben die rechte und die linke Gehirnhälfte. Und beide Gehirnhälften haben unterschiedliche Aufgaben. Die rechte Gehirnhälfte ist für die Emotionen zuständig, für das Gefühl, für die Musik, für alles, was so uns selber ja, ins Gefühl bringt. Die linke Gehirnhälfte ist die Ratio, die Worte, die Zahlen. Sprachen, alles das, was wir an logischen Abläufen haben, strukturiert arbeiten, wird alles in der linken Gehirnhälfte verarbeitet. Und was passiert, wenn wir jetzt vor unserer Matheaufgabe sitzen, liebe Kinder, wenn ihr gerade zuschaut, oder wenn wir uns weiterentwickeln und ein Buch lesen und wir haben gleichzeitig, wenn wir was ausarbeiten und Textstellen markieren und uns aufschreiben, was wichtig ist und dann neue Ideen dazu entwickeln, also kreativ sein müssen auch, weil ich hole mir mal einzelne Textpassagen raus und dann gehe ich tiefer in die Materie. Ich hole mir noch weitere Informationen zu dieser einen Textpassage oder zu dem Kapitel. Das kann man ja machen, wie das Buch jetzt aufgebaut ist. Das mag ja jetzt dahingestellt sein, aber ihr könnt euch zu einem gewissen Bereich noch weitere Informationen holen. Social Media, Google, es ist ja alles möglich. So. Und dann geht ihr ja in die kreative Phase und die kreative Phase wird von der Musik unterstützt. Und was passiert dann? Und das ist wirklich phänomenal. Die rechte und linke Gehirnhälfte werden miteinander verknüpft. Und durch die Verknüpfung fällt es uns leichter zu lernen. Liebe Frauen, ich muss jetzt mal sagen, von Frau zu Frau, wir haben, wenn wir diskutieren, immer beide Gehirnhälften. Wir haben, wenn wir so in Aktion sind, immer beide Gehirnhälften. Das hat zum einen den Nachteil, dass wir nicht so gut abschalten können. Ja, ich spreche jetzt auch von mir. Das ist nicht immer so einfach. Es ist immer am Rattern da oben. Auf der anderen Seite hat das aber auch den Vorteil, dass wir Dinge, komplexe Dinge viel besser spüren und logisch begreifen können. Im Gegensatz zu den Männern, die sich da ein bisschen schwerer tun, weil sie diskutieren nur mit einer Gehirnhälfte. Wusstet ihr das? Deswegen sind Frauen bei der Diskussion auch emotional dabei und weinen manchmal, weil sie sich über sich selbst ärgern. Ist euch das schon mal passiert? Also, mir passiert es regelmäßig, dass ich mich einfach dann auch über mich selbst ärgere. Und deswegen
diskutiere ich gar nicht mehr so. Man lernt ja auch dazu. Und die Diskussion ist ja manchmal auch vergebene Lebensmühe. Weil ihr könnt eure Meinung gerne äußern, aber ihr könnt keine Menschen ändern. Und man kann sich dann hinterher, und das ist das Tolle in der Rhetorik, in der Kommunikation, wenn ihr dann für euch selber erkennt, okay, wie kann ich jetzt klug reagieren, damit wir die Diskussion beenden und damit ich mit Schatzi trotzdem einen gemütlichen Fernsehabend habe. Wie funktioniert das? Indem ich die Frage stelle, Schatzi, was schlägst du vor? Wir kommen jetzt hier nicht auf den gemeinsamen Nenner. Was schlägst du vor, dass wir trotzdem einen gemütlichen Fernsehabend haben? Okay. Ja, das zu dem Thema Kommunikation, eines meiner Lieblingsthemen und vor allen Dingen beide Gehirnhälften miteinander zu verknüpfen, wenn ihr lernt. Lasst ruhig mal die Musik laufen. Das muss jetzt kein Heavy Metal sein, irre laut, obwohl da kann man, glaube ich, auch abschalten. Ich kann es nicht. Ja, aber so leichte Hintergrundmusik ist unwahrscheinlich wertvoll. Und ich muss jetzt einfach mal feststellen, diejenigen, die ja regelmäßig auf einem Seminar sind, habt ihr euch mal Gedanken gemacht, warum, wenn so Gruppenarbeiten sind oder Einzelarbeiten, dass im Hintergrund so ganz leichte meditative Musik läuft? Genau das ist der Grund. Damit ihr kreativer seid, das Beste aus euch herausholt und das Ganze wunderbar aufarbeiten könnt. Ich mache übrigens Folgendes: Ich setze mir dann so gewisse Anker. Wenn ich dann bei einem Seminar war, dann lasse ich mal kurz über Handy Shazam laufen. Shazam kennt ihr? Shazam. Und dann zeigt mir das System an, was das für Musik ist. So, und dann speichere ich das schön ab auf dem Handy. Und dann höre ich, wenn ich zu Hause das Thema nochmal aufarbeite, nämlich den Ordner nehme aus dem Seminar, das Ganze nochmal für mich durcharbeite und ins Reine schreibe mit eigenen Worten, das ist ja unwahrscheinlich wichtig, innerhalb von 72 Stunden, ganz, ganz wichtiger Faktor. Dann lasse ich diese Musik, die da bei dem Seminar war, nochmal erneut laufen. Und ihr werdet es nicht glauben, was das für einen Vorteil ausmacht, wie kreativ ihr dann seid und wie ihr euch dann auch in die Situation gut zurückversetzen könnt. Das Erinnerungsvermögen wird bei mir dadurch noch weiter gestärkt. Ist eine tolle Geschichte. Okay, Diskussionen kosten Energie und Kraft. Dort will jemand gewinnen. Ja, im Endeffekt, der Klügere gibt nach, ist so ein Glaubenssatz von früher. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Gebt mir mal einen Daumen hoch, wenn ihr sagt, der Klügere gibt nach, ob das so passt. Oder lasst mal Herzchen fliegen. Der Klügere gibt nach, ist das eine Methode, die für euch passend ist? Okay, es kommt keine Reaktion. Super, finde ich gut. Spitzenmäßig, weil der Klügere gibt nicht nach. Er gibt höchstens so ein Stück weit, er geht dem Gesprächspartner entgegen und bietet einen Kompromiss an. Ja? Okay, hier kommt gerade als Rückläufer und gleich bei Spotify ein Album anlegen. Ich mache das Ganze mit iTunes. Ja, ich bin jetzt so ein Apple-Fan. Da habe ich es drin. Ein bisschen Schleichwerbung darf man ja machen, glaube ich. Oder nee, es muss Untertitel, Werbung. Ihr habt es jetzt alle mitgekriegt, das war jetzt Werbung. Also ihr könnt es abspeichern im Handy, egal wo. Wir sagen jetzt keinen Hersteller mehr. Okay, sehr gut. Also holt Schwung für den Tag und dann seid ihr auch richtig gut dabei, um euch weiterzuentwickeln. Hier habe ich für euch nochmal ein Zitat gebracht von Konfuzius, das, was ich gerade gesagt habe. Sage es mir und ich werde es vergessen. Zeige es mir und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun und ich werde es verstehen. Und das Tun ist das, was euch wirklich in die dauerhafte Routine bringt, in den Lernprozess bringt. Das unterstützt, was ihr persönlich dann braucht, um euch weiterzuentwickeln. Weil es bringt ja nichts, wenn ihr für euch selber das anschaut und dann hinterher für euch erkennt, naja, das war ja gut und schön und nach einer Woche habt ihr es wieder vergessen. Noch viel schlimmer, das, was ihr nur hört und euch keine eigenen Notizen macht und auch nicht nacharbeitet, sondern nur zuhören, das bleibt vielleicht bis nächsten Tag. Aber in der Regel ist das innerhalb von ein paar Minuten wieder aus dem Kurzzeitgedächtnis raus.
Erst wenn ihr euch ernsthaft Gedanken drüber macht und euch Notizen macht und das Ganze für euch konstruiert und in Bilder bringt, das Visuelle dabei macht ja durchaus Sinn, macht es auf jeden Fall. Und dann, wenn ihr dann das beherzigt habt von Konfuzius, diesen Spruch, und ihr seid in eurer Komfortzone und erkennt, dass ihr eure Stärken und Schwächen aufbessern müsst, weil ihr euch weiterentwickeln wollt, weil ihr gewisse Ziele erreichen wollt, weil ihr im nächsten Jahr doppelt so viel Einkommen haben möchtet wie heute, dann ist es wichtig, aus der Komfortzone rauszugehen in die sogenannte Trainingszone, weil nur in der Trainingszone entwickeln wir uns weiter. Das ist dann, wenn wir neue Dinge ausprobieren. Panikzone macht keinen Sinn, weil Panikzone ist der Bereich, wo ihr euch nicht weiterentwickelt, wo ihr Schweiß auf der Stirn habt, also Schweißperlen auf der Stirn und Schnappatmung bekommt. Erst den Adrenalinspiegel runterfahren, dann auf die Bühne gehen, dann entwickelt ihr euch weiter. Habt ihr zu viel Angst, dann geht es erstmal darum, seine eigenen Glaubenssätze, seine eigene Persönlichkeit anzuschauen und das aufzuarbeiten und dann ins Reine zu kommen, um die Ängste zu überwinden. Alles ist möglich. Ich sag euch wirklich, alles ist möglich. Ihr könnt, wenn ihr wirklich ernsthaft daran interessiert seid, eure Ängste überwinden. Ich biete das auch an in Einzelcoachings. Also es ist phänomenal, was da passiert. Und mittlerweile, ich habe ja Ausbildung in vielen Bereichen, auch als Hypnose-Coach. Ich mache dann so ganz leichte Geschichten, also eine leichte Trance. Man fängt an, gemeinsam zu träumen und dann wird in der Trance das Ganze aufgearbeitet. Also es ist eine ganz tolle Geschichte. Wenn ihr da Interesse daran habt, kommt gerne auf mich zu und dann schauen wir, dass wir da gemeinsam dran arbeiten. Erstmal Stärken und Schwächen analysieren und dann schauen wir, ob ich dir die Unterstützung geben kann, die du brauchst, um in deinem Business auch vorwärts zu kommen. Jetzt kann ich nur noch Danke sagen. Es war mega spitze mit euch gemeinsam, dass ihr die ganze Zeit dabei wart. Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Auch für die vielen Herzchen auf Instagram. Vielen Dank, Instagram. Es war super genial mit euch. Facebook, es war spitzenmäßig. Vielen, vielen Dank. Ich kann euch nur ans Herz legen, nächste Woche Montag um 20 Uhr wieder einzuschalten. Ich gehe jetzt jeden Montag live. Das war jetzt heute die Premiere, die erste Folge Stärken und Schwächen. Nächste Woche schauen wir uns an, wie das eigene Selbstbewusstsein gestärkt werden kann. Also eine richtig tolle Geschichte. Und vor allen Dingen habe ich euch hier nochmal einen Link mit eingefügt: www.jessicabielstein.de/Online-Kurs. Da habe ich nämlich einen gratis Online-Kurs für euch. Schaut euch den Online-Kurs an, schaut, ob euch das Thema interessiert und dann könnt ihr ein kostenloses Coaching-Gespräch bei mir buchen. Freue ich mich mega drauf. Ich gebe euch jetzt noch die Möglichkeit, die letzte Frage zu stellen, das letzte Mal Herzchen fliegen zu lassen. Juhu, ich freue mich drauf und natürlich auch Daumen hoch, Herzchen auf Facebook, so wie ihr es gerne haben möchtet. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass das alles so wunderbar geklappt hat und dass wir uns hier so austauschen konnten. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch alle. Okay, da kommen noch mal Kommentare. Vielen Dank auch auf Instagram. Kommen die Herzchen geflogen. Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt erfolgreich. Werdet das, was ihr euch vorstellen könnt, könnt ihr auch erreichen. Geht den Weg, geht auf den Berg und holt ganz viele auf den Berg und feiert eine mega geniale Party mit eurem Team gemeinsam. Ich wünsche euch viel Erfolg. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ihr seid Wahnsinn. Dankeschön.